Was sie übrigens auch wie ein Scherz anhört, ist das, was jetzt in Klagenfurt geplant ist, im wunderschönen Kärnten. Nein, es ist eh in Villach, Entschuldigung. Ich verwechsel die zwei immer. Und zwar, die wollen jetzt erstens die Temperatur in Ämtern runterregeln und teilweise sogar zusperren. Was währenddessen in Moskau passiert, schauen wir uns jetzt einfach selber an. Der Gaspreis in Europa erreicht heute ein Rekordhoch. Die Sorge vor ausbleibenden Lieferungen aus Russland treibt den Preis immer weiter an. Und in der Tat, für Experten ist klar, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Gas gar nicht mehr fließt. Erste Städte in Österreich bereiten sich schon jetzt auf Energieengpässe vor. Wer in Villach im Rathaus arbeitet, der muss sich kommenden Winter warm anziehen. Um Energie zu sparen, dreht die Stadt das Warmwasser ab. Büros werden nur mehr bis 20 Grad beheizt. Auf den Gängen sollen es sogar nur noch 12 Grad sein. Ich glaube auch ganz persönlich, dass man hier mit 20 Grad im Büro nicht von Frieren sprechen muss, sondern anhand der geopolitischen Lage das durchaus vertretbar ist. Und entsprechend trägt es die Belegschaftsvertretung und natürlich auch die Mitarbeiter mit. Wie kalt muss werden, gell? Dass man sich denkt, ja, geopolitisch kalt ist vertreten? Ich meine, da ist halt auch die Frage, ist es gescheit, die Temperatur bei Ämtern runterzudrehen, gell? Weil, weißt du, wenn man sich wenig bewegt und so, gell? Weißt du? Haben Sie es ehrlich schon mal ausgerechnet, wie lange wir noch haben? Wo ist bitte Mittagspause? Nein, das müssen Sie sich doch nicht ausrechnen. Nein, bis zur Pension. 20% Energie hofft die Stadt Villach damit einzusparen. Im Notfall könnte das Rathaus auch ganz geschlossen werden, heißt es. Zumindest freitags oder montags, zusätzlich zum Wochenende, um weniger heizen zu müssen. Damit bereitet sich die zweitgrößte Stadt Kärntens auf den schlimmsten Fall vor, einen Gaslieferstopp aus Russland. In der heimischen Wirtschaft sorgt ein mögliches Gasaus bereits für große Sorgenfalten. Ja, die Industrie betrifft natürlich, wenn jetzt ein Gasstopp wäre oder weniger Gas kommt, das heißt ganz einfach, dass man die Produktion zurückfahren müsste und damit Arbeitsplätze verliert und natürlich die Wertschöpfung im Land verschwindet. Und die Sorgen sind mehr als nur berechtigt, sagt Russland-Experte Alexander Dubowy. Aus heutiger Sicht ist das Abdrehen des Gases äußerst wahrscheinlich. Denn Russland setzt Energie als Waffe ein. Und das strategische Ziel Russlands ist es, die europäischen Gesellschaften zu destabilisieren, damit die europäischen Regierungen sich gezwungen sehen, die Unterstützung für die Ukraine deutlich zu reduzieren. Quasi so wie Sanktionen, oder? Genau. Wir haben die Sanktionen. Naja, er setzt als Waffe ein, weißt? Und wir setzen ja die Sanktionen auch als Waffe ein, oder? Habe ich das falsch verstanden? Wir haben einen kleinen Sanktionskrieg, wenn man das eigentlich eine gute Beobachtung. Er sagt, ich drehe das Gas ab und wir sagen so, es gibt 7 Sanktionspakete, die quasi Russland treffen. Aber nicht als Waffe, sondern als Sanktion. Genau. Energieministerin Leonora Gewessler versucht zu beruhigen. Die Vorbereitungen für ein Gasaus liefen im Ministerium auf Hochtouren. Zumindest eines sei aber sicher. Dass wir die Haushalte sicher durch den Winter bringen, gut versorgen können, dass niemand in unserem Land Angst haben muss, dass die Wohnung kalt bleibt. Das heißt, aber im Umkehrschluss, damit das gelingen kann, kann ich im Notfall auch insbesondere bei der Großindustrie, die den großen Anteil des Gases verbraucht, eine Verbrauchsreduktion anordnen. Unterdessen verbrennt Wladimir Putin das Gas offener lieber, als es nach Europa zu liefern. Vor den Toren Finnlands fackelt die Gazprom offenbar bereits seit Mitte Juni Erdgas in großem Stil ab, weil es nicht verkauft werden kann. Diese Aufnahmen sollen das beweisen. Über 4 Millionen Kubikmeter im Wert von 10 Millionen Euro sind es nach Expertenschätzungen pro Tag. Man muss ja am Lustigen anfangen. In Villach wird einfach die Heizung runtergedreht, um Gas einzusparen. Na, vor allem, was das eine Amtsgebäude da interessiert ja wirklich keinen. Weißt? Und dann scheinbar interessiert es wirklich keinen, weil so, ja, sperren wir zu. Ja, wir sperren am Freitag und am Montag zu. Weil der Herr danach, der von den Fabriken geredet hat, gesagt, ja, da müssen wir Leute entlassen, gell? Ja, genau. Ja, im Amtsgebäude nicht. Weißt? Nein, nein. Das ist dann wurscht. Der Beamte, der arbeitet von daheim aus. Das ist ja völlig der egal. Der arbeitet von daheim aus. Es ist alles in allem schwer zu ertragen, wenn man die Sachen versucht miteinander zu verbinden. Weißt? Wir haben da diese Energiekrise. Die macht alles in Österreich kaputt. Der Strompreis geht nach oben, die Heizungskosten gehen nach oben. Und dann hat man auf der anderen Seite Russland, das ganz lang ein großer, dicker Freund von Österreich war und die jetzt in Finnland überschüssiges Gas seit Mitte Juni. Juni, es hat mich überrascht, ja. Mit einem Gegenwert von 10 Millionen täglich verbrennen.
Wir sind aber auch in einer Klimakrise. Das habe ich mir auch gerade gedacht, wie gut das für das Klima ist, gell? Wenn da Gas einfach so verbrannt wird. Ich meine, vielleicht haben die tolle Filter dort, gell? Wenn das Gas einfach so verbrannt wird. Das ist einfach das Ding. Es geht auf der einen Seite ums Klima, es geht um die Versorgungssicherheit in Österreich und es gibt so diese Zwischenmaßnahmen, wo auf der einen Seite die Wirtschaft schon sagt, wir werden Menschen entlassen, wir werden in den Ämtern entweder zusperren oder runterdrehen, aber die Energieministerin sagt, ja, sie beruhigt. Wir lassen lieber Menschen den Arbeitsplatz verlieren, damit wir dann Russland mit dem Nichtverwenden des Gases, das Russland sowieso dann aus Boshaftigkeit, wie auch immer, verbrennt, naja, kaufen. Es ist gesagt worden, er kann es nicht verkaufen. Ja? Weiß ich nicht, vielleicht hat er keine Speicher. Nein, er darf es nicht verkaufen, ja, wegen den Sanktionen wahrscheinlich. Genau. Weiß ich nicht so genau. Genau, wir kaufen es ja nur wegen den Sanktionen. Kannst du jetzt als Privater sagen, ich nehme es? Ganz wenig für meine Wohnung, ich würde was nehmen. Nein, das darf ich eben nicht. Das sind diese 7 Sanktionspakete der EU. Und ich denke mir einfach in dem Zusammenhang, ich frage mich an der Stelle der Geschichte, wie das Ganze ausgeht. Ja, aber ja, richtig, weil eben, das ist Abstruse dran. So wie du sagst, zuerst sagen sie, Industrie, Leute kündigen, geht sich alles nicht aus, wir müssen Mellach wieder starten, bipapo, dann die Energieministerin sagt, macht euch keine Sorgen, ja, für die Privaten ist das alles kein Problem, es sind ja die Großen, die viel verbrauchen, und in Russland drüben harzen sie es aus. Ja, genau. Was soll das hinführen, ja, es ist halt unverständlich einfach. Was treffen die Sanktionen jetzt noch wirklich, oder treffen sie nicht? Wir merken es da in Österreich, die Sanktionen, und so soll es einfach nicht sein. Und das ist das, warum man das Ganze nicht versteht und warum das Ganze nicht rund ist. Bis zu einem gewissen Punkt ist mir das ja klar, weißt? Man versucht jetzt einfach, diese Kräfte so lang aufeinandertreffen zu lassen, bis einer einlenkt. Aber... Einlenkt. Wenn, ich bin mir relativ sicher, wenn die ersten Rechnungen für Gas und Strom rausgehen, wird sich die Stimmung im Land ändern. So einfach geht das ja nicht. Das ist ja ungesetzlich. Das haben wir ja gehört im Fernsehen. Das hat der Minister gesagt, das hat die Gewerkschaft gesagt, das ist ungesetzlich, Edmund. Das muss vorgelegt werden, das muss angesagt werden. Das muss vorgelegt werden, verstehst du? Kannst du ein paar Wochen parabern, verstehst du? Da kriegst du den letzten Match und da kannst du die Aufhänger. Kannst stempeln, stempeln! Betriebsrat, unkündbar. Scheiß mir an! Wenn die ersten Menschen entlassen werden, wird sich die Stimmung im Land ändern? Ich weiß natürlich, das sagen auch die Experten, dass das der Plan von Wladimir ist. Aber die Frage ist, und die ist mir noch nicht beantwortet worden, wie geht die Geschichte aus? Wie soll ich sagen? Es kann clashen einfach, weißt? Wenn du sagst, entweder beruhigt sich einer oder beide, oder es clasht halt furchtbar. Oder ist so wie in der Pandemie, dass wir einfach dann von Staat so viel Zuschüsse und Umschichtungen bekommen, dass wieder so viel Geld in dieses System hineingepumpt wird, bis unser System explodiert. Bis es dann komplett tot ist. Ja, gut. Und kann auch sein, ja, sicher. Die Sache ist das, wir haben... Ein Kriegslockdown sozusagen. Wir haben halt jetzt wirklich, aus meiner Perspektive, halt nur abwarten und Alkohol trinken. Wenn wir jetzt so weitermachen, gibt es für euch nur 2 Entscheidungen nachher. Alkohol oder Psychopharmaka? Ja, na, scheiß Aussichten. Und warum kommt das also komisch vor? Weil die Leute nicht dazu reden. Was? Die Gehwesler reden einfach irgendwas. Macht euch keine Sorgen. Und ganz wichtig, neuer Tipp, gell? Nur, dass du weißt, besser am Herd kochen wie im Backrohr. Weißt? Wirklich? Ja, weil sie wahrscheinlich, was weiß ich, den ganzen Tag, was die ihren Schweinsbraten macht, und ich denke mir einfach nur, ja, aber wenn man nur Pommes leisten kann und Tiefkühlpizza, ha, was soll ich denn machen? Was brauche ich einen Herd? Meine Chicken Nuggets verbrennen! Oh, hallo! Wir sind die Jungs von Nullpunkt und ihr habt euch gerade einen Clip von Alles Gute Österreich angeschaut. Wenn ihr die ganze Sendung sehen wollt, dann klickt jetzt am besten hier hin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so machen, dann klickt am besten dahin, da ist unser Kanal. Hey, und wenn schon am Kanal seid, könnt ihr ein Abo da lassen, ein Like, ein Kommentar. Und über eine Spende würden wir uns sehr freuen. Danke. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.